Fahrt den Zöllental nach Kaiserbrunn. Von hier Aufstieg über den Knofel-Ebengraben, 730 Höhenmeter hinauf zum Hallerhaus. Abstieg auf demselben Weg wieder hinunter nach Kaiserbrunn und Auto. Nach einer schweren Bauchgrippe versuche ich wieder eine nicht allzu schwere Tour in die Berge. Ich bin wieder am Weg zum Hallerhaus, vom Höllental herauf. Hier, welch ein Unterschied. Hier war der große Zapfen im Winter, aber welch ein Unterschied gegen heute im Sommer. Es ist verhältnismäßig schon warm und kein Problem und kein Tiefschnee, wie eben vor kurzem noch im Winter. Hier drehte ich im vorigen Jahr am 28.11. bei Tiefschnee um. Dabei brauchte ich eine Stunde länger für diesen Aufstieg. Schöner Blick über den ganzen Knofel-Ebengraben bis zum Höllental. Nach 2 Stunden 40 Minuten komme ich zum Hallerhaus, das jetzt Naturfreundehaus Knofel-Eben heißt. Leider wieder gesperrt, wie schon am 17.12. vorigen Jahres.
Nach einer halben Stunde Rast, Rückweg auf demselben Steig nach Kaiserbrunn. Jetzt bin ich wieder auf dem Platz, wo dieser große Eiszapfen war im Winter. Ich war jetzt beim Hallerhaus oben, leider geschlossen. Jetzt habe ich nichts zum Essen gehabt. Es ist jetzt sehr, sehr warm schon, absolut windstill und es ist auch kein Mensch, auch oben nicht unterwegs. Ah, unglaublich, bei so einem schönen Wetter. Nach 2 Stunden Abstieg und insgesamt fast 5 Stunden wieder in Kaiserbrunn und Auto. Mittagessen in Peierbach.